Guten Abend. Guten Abend, guten Nacht für euch alle. Heute am Schluss dieses Donnerstages. Donnerstag, der 7. Juli 2022. Ein Text für diese Zeit, für uns. Fast wie zum Aufwecken, zum Aufwachen, zum Aufstehen gedacht und gemacht. Hildomin, gehen. 1. Geh hin, umarme einen Baum. Geh hin, umarme einen Baum. Geh hin, umarme einen Baum. Er weint mit dir. Nietzsche umarmte das Pferd auf einem Platz voller Menschen, einem menschenleeren. Das war noch ein Unterschied. Es gab Pferde. Heute denken wir, dass es auch Menschen gab. Morgen denken andere, dass wir noch Glück hatten mit diesen Menschenattrappen, mit diesen feindlichen Nicht-Brüdern. Euer Robinson, euer Robinson, euch wird es nicht geben. Elias auf einem Helikopter entführt den Einsamen. Nein, niemand kommt. Der Wahrheit sei Ehre. Niemand kam, niemand wird kommen. 2. Kahl wie ein Affenhintern, die Erde. Hülle ihn in Acryl, deinen Abseitigen, bis die Rose wieder heranreift. Bis die Rose wieder heranreift. 3. Wiederhole. Wiederhole. Wiederhole, damit die Worte nicht alleine sind. In der lärmenden Stille verliert sich das Wort. Gib ihm den Schall mit. Seine Frage an sich selbst. Das Wiederholte wird sicher. Das Wiederholte wird ungewiss. Wegen dieser Ungewissheit, die anfängt, wo das Wort aufhört, müssen die Worte gesagt sein. Muss ich die Worte sagen? Das ist so eine große Ehre und das tut so gut, diese Worte zu sagen. Es ist unfassbar. Hilde Domin, 2006 ist sie von uns gegangen, gestorben. Und sie hilft noch immer mit ihren Worten. Und es gibt auch ein ganz tolles Gedicht über eine Rose, über das Leben. Und das wollte ich eigentlich lesen, aber das habe ich nicht gefunden in meinen Büchern. Und dafür habe ich dieses Gedicht gefunden. Geh hin, Hilde Domin. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen.